Ja, hallo liebe Shisha-Freunde, ich bin's wieder, euer Björn von Smoking Aces, heute mit einem Tabak-Review. Und zwar geht es um den Alboja Serene oder Serene, wie ihr das Ganze jetzt nennt, überlasse ich euch mal. Im Vordergrund sieht man Zitronen, im Hintergrund Orange. Farbverlauf schön, ja, fast wie ein Sonnenuntergang. Ist die 200 Gramm Dose, kostet 13,50 Euro. Eine neuere Sorte von Alboja. Soweit feucht, dass ihr gleich einen Kopf damit bauen könnt. Vom Schnitt her ist es eben der typische Alboja-Schnitt, etwas gröber, aber geht auf jeden Fall noch zum Kopfbau klar. Kurz noch zur Namenserklärung. Serene ist ein englisches Wort für heiter oder schön, was das Wetter vor allem angeht. Also ein heiteres, schönes Wetter. Der Tabak ist sehr fruchtig, sehr spritzig. Ich denke, für den Sommer dann sehr gut geeignet und kann auch im Zusammenhang mit einem schönen Sonnenuntergang genannt werden, wie man den Hintergrund sieht. Ja, sind das die Farben von einem Sonnenuntergang. Das ist jetzt wirklich das Einzige, wo ich sagen kann, okay, deswegen haben die den Tabak so genannt. Vom Geruch her, ja, die Orange sticht sofort raus. Dann merkt man eben noch dieses Säuerliche von der Zitrone. Wobei ich sagen würde, das Mischungsverhältnis liegt bei 60 oder 70% Orange, dementsprechend dann 40-30% Zitrone. Riecht auf jeden Fall sehr interessant, sehr fruchtig, sehr erfrischend. Zu meinem Setup, ich rauche mit einer NPS, dem Kaya Wave, Naturtonkopf, syrische Panzerfolie, Rundlauerung und 3 Coco Bricos. Ja, vom Rauchverhalten ist es eigentlich wie immer bei Alboja soweit gut. Was den Geschmack angeht, ist es eigentlich wie beim Geruch. Die Orange sticht raus, richtig schön und dann eben dieses Säuerliche durch die Zitrone. Wer Orange mag, der wird den Tabak richtig gerne rauchen. Wer gar keine Orange mag, lasst die Finger davon. Ich persönlich finde ihn soweit eigentlich auch ganz schön. Ein richtig cooler Sommertabak. Punktebewertung bekommt er von mir 8 von 10 Punkten. Ich denke, die hat er verdient. Auf jeden Fall eine feine Sache für zwischendurch mal zu rauchen. Das war's dann eigentlich auch soweit wieder von mir. Ich rauche jetzt noch gemütlich meine Shisha fertig. Bedanke mich natürlich recht herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.